Ich bin happy, euch heute das Berliner Gericht kredenzen zu können. Berliner Buletten mit Speckbohnen, einem Kartoffelpüree und einer Pfeffersoße. Die lassen wir uns jetzt schmecken. Das ist unser Gastgeber, der liebe Erdmann. Das ist sein überaus charmanter Sohn Johnny. Und wie dieses tolle Berliner Gericht in einer bürgerlichen Küche funktioniert, seht ihr in diesem Video. Ihr Lieben, wir sind jetzt tatsächlich nach 7,5 Stunden Fahrt in Pankow angekommen. Berliner Altbau. Wie schön ist das bitte? Bürgerhaus, okay. So, wir wollen mal hochkommen, fallen nicht auf die Nase. Wir gehen mal jetzt nach oben. Ich glaube, Edmann hat gesagt, es ist der dritte. Guck dir die schönen Türen mal an hier. Kommst du hinterher? So, Carmen, letzte Etage. Gott sei Dank hat Erdmann eingekauft. Oh, guck mal hier, wie schön. Ist das dieser? Ja. Ja. Bist du bereit? Ja. Kriegst du die Luft? Ja. Okay. Oh, hat das überhaupt geklingelt? Guten Tag. Herzlich willkommen in Berlin. Da sind wir mit 2 Stunden Verspätung, aber wir sind da. Das macht Geist. Dürfen wir rein? Ja, sehr gerne. Okay, wir machen das mal so. Guten Tag, Guten ihr Tag. Lieben. Hi. Hi. Kommt rein. Carmen, komm. Ja, ich komm. Es gibt heute ein typisch Berliner Gericht. Das ist die sogenannte Berliner Bulette. Mischhack, also halb Rind, halb Schwein. Ja. Das werde ich ein bisschen verfeinern mit Parmesan, weil ich das gerne mache. Ansonsten okay, dann haben wir hier Eier rein von meinen Schwiegereltern aus der Uckermark. Oh, weil du hast, also das sind wirklich Eier von eigenen Hühnern. Von eigenen Hühnern. Und dazu soll es geben Speckbohnen. Das sind diese hier. Frische Bohnen. Wie perfekt ist das denn? Die müssen wir ja noch alle hier alle abzupfeln. Du machst die Hackfleischmasse. Richtig. Und Johnny und ich, wir machen das mit den Bohnen. Speckbohnen hast du gesagt, oder? Genau, Speckbohnen, die würde ich dann in der Pfanne mit Speck anbraten, nachdem sie vorher blanchiert wurden. Okay. Und dazu soll es dann geben Kartoffelstampf. Und natürlich den Bautzener Senf in die Masse hinein und nachher einen Klacks auf den Teller. Das Einzige, was mich wirklich irritiert, ist hier die Pfefferkörner. Was hast du denn damit vor? Da habe ich mir gedacht, machen wir noch eine Soße dazu. Und zwar eine Pfeffersoße, die werden wir aus dem Bratsatz oder aus dem Bratsud der Buletten mit Sahne und diesem Pfeffer noch eine schöne Soße zaubern. Ja, so. Wir wollen jetzt mal die Kartoffeln schon mal aus. Carmen, wir sind privat. Ne? Also ich wollte sagen, wir sind nicht in einem Berliner Zähne-Restaurant, sondern wir sind hier bei dem lieben Erdmann zu Hause. Ich darf hier dabei gehen, oder? Du hast es mir erlaubt. Außerdem hast du mich hier eingeladen. Wir nehmen einen Topf für die Bohnen und einen Topf für die Kartoffeln. Weil wir ja blanchieren wollen. Also ich bin ja ein alter Fan von Raumschiff Enterprise. Und ich habe das immer geliebt früher, wenn denn Spock denn irgendwelche Schalter bewegt hat. Und ich schalte jetzt mal diesen Ofen an. Wow. Ja. Oder? Ja. Also das ist Raumschiff Enterprise. Jetzt fehlt bloß noch dieses, ne, wenn Spock auf die Brücke kam. Geil. Und jetzt muss ich das hier anwählen, die Platte. Die 9. Achso, jetzt hast du da 9. Du kannst aber auch Boost machen, dann geht's schneller halt. Ne? So, hier, Johnny. Wir müssen sparsam sein, ne? Er hat ja schon 10. Immer. Du hast schon 10. Darf ich dir was zeigen? Selbstverständlich. Was vielleicht schneller geht. Habt ihr so ein kleines Office-Messer, so ein kleines Kartoffelschälmesser? Natürlich, haben wir alles. Pass mal auf. Ja, gutes Werkzeug. Nee, das sind die schlechten Messer. Hier sind daneben. Hier sind die anderen. Okay, okay. Also pass. Mit wie vielen Personen wohnt ihr? Wenn ich sowas mache, ne? Mhm. Dann kannst du immer so ein paar Bohnen so in die Hand nehmen, so ein paar mehr. So. Und dann kannst du im Prinzip schneller, weißt du, du brauchst nicht so lange zielen. Und dann kannst du das einfach so abschneiden. Mhm. Und gleich in eine Schale rein. Wenn mal einer daneben fällt, ist das ja klar. Und dann die andere Seite genauso. Und dann hast du irgendwie, geht das am Ende schneller. Ich schäle gerne Kartoffeln. Außerdem bin ich nur Gast.
Ich gucke ja gerne zu, was heute so gekocht wird. Und deswegen mache ich gerne immer die Kartoffeln. Und Johnny ist ganz glücklich mit seinen Bohnen. Oder, Johnny? Ich kann es kaum aushalten. So schön ist das. So schön ist das. Man gut, dass Papa so viele gekauft hat, oder? Ja, also ich habe schon mal und einmal Eier reingehauen und ein wenig Senf. Okay. So, jetzt kommen noch Semmelbrösel dazu und der Parmesan und Zwiebeln werden noch rein. Okay, freie Schnauze, würdet ihr wahrscheinlich ja, sagen. Ja, freie Schnauze, sagt der Berliner. Ich habe die Wurzeln abgeschnitten. Im Prinzip gehen wir jetzt nach Hause, oder? Ja, im Prinzip ja. Du guckst mich doch 4 Jahre auf YouTube, oder? Ja. Wie kannst du, Kumpel, die Wurzel abschneiden? Diese Wurzel ist für mich mein bester Kumpel beim Zwiebelschneiden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du die Wurzel dran lässt und wenn wir das jetzt so halbieren, da erklärt sich schon alles von ganz alleine, weil ja alle Blätter in der Wurzel münden. Und wenn du so wie hier das ganz tief wegschneidest, hast du hier keinen Halt mehr. Das ist richtig. Und wenn du die Wurzel dran lässt, kannst du jetzt ganz viele kleine Schnitte durch diese Zwiebel machen. Und die Wurzel hält alles zusammen. Einmal gegen den Strich. Selbst das ist umstritten, ob man das machen muss. Ich habe es aber immer gerne. Und wenn du jetzt die Zwiebeln schneidest in feine Würfel, bis hinten hin, bleibt dir alles so stehen und es fällt dir nichts auseinander. Genial. Fühlst du dich jetzt von mir klugscheißerisch behandelt? Nein, ich lerne gerne dazu. Also ich meine, weil das ist so simpel. Weißt du, und du schneidest nachher bis hier hinten und was übrig bleibt, ja, ist die Wurzel und die hättest du ja sowieso weggeschmissen. So sieht's aus. Das war's jetzt, was die Zwiebeln betrifft. Du hast jetzt 2 Zwiebeln auf der Menge? Ja, 2 Zwiebeln auf die Menge. Was ich nochmal ranmache, ist was ganz anderes. Pimenton Delaware, das ist okay. Ein Rauchpaprika. Ein Rauchpaprika? Ja. Sehr schön. Das heißt, wir kriegen da so eine kleine Barbecue-Note. Ja, so eine kleine Barbecue-Note. So. Du, lieber Erdmann, ich kann doch die Kartoffeln schon kochen, oder? Was denkst du? Natürlich. Neulich hat jemand geschrieben, da habe ich herzhaft gelacht. Omas Rezepte von Opa gekocht. Das fand ich total klasse. Jetzt bin ich ja gespannt. Und? Was sagst du? Hm? Moment. Ganz gut. Dani, komm, schmeck du nochmal ab. Ein bisschen mehr Pfeffer? Ja, ein bisschen mehr Pfeffer würde ich noch reinmachen. Okay, Salz dann würde ich so lassen. Ja, kann noch. So, ich denke, danke. Ja, ist gut. Das reicht. Also das na, Johnny? Johnny? Na komm. Johnny. Was geht? Ist freigegeben. Okay. Also ich forme jetzt die Paletten und weil die Pfanne und der Herd ziemlich schnell sind, forme ich die vor. Okay. Lege sie jetzt hier hin, mache die ungefähr so dick, weil sie dann noch kleiner und dicker werden. Also ja, und dann werden sie, ich sag mal, fast fertig gebraten und kommen dann aber nochmal zum Nachreifen in den Ofen. Johnny, ja? Ich habe dir hier Salzwasser aufgestellt und du hast die Bohnen super gemacht. Danke. Und wirklich schnell, das muss ich dir sagen. Die wollen wir jetzt blanchieren. Ja. Also es ist so ein Vorgaren, ne? Mhm. Wir garen sie vor, weil die sind ja richtig super hart und so quietschig. Ja. Wir garen die ein bisschen vor, was wir nicht wollen, dass sie zu weich werden. Verständlich. Deswegen, ja, wir nehmen dann nachher eine Probe, nehmen die Bohne raus, wenn wir sagen, die ist jetzt perfekt. Und dann kommt dein Abschrecken. Dann geben wir sie in kaltes Wasser rein, dass das Garen vorbei ist. Okay, ja. Und dann können wir später Speck und Zwiebeln anbraten und dann geben wir die fertigen Bohnen wieder rauf. Bleibst dabei stehen und probierst immer mal wieder eine. Das kriege ich hin. Okay. Ich würde die Bohnen tatsächlich ganz mal lassen. Ich bin ja so ein Freund von Bissfestigkeit. Heiß. Raus. Raus? Mhm. Okay, jetzt kaltes Wasser. Ich hole sie dir rüber. Du bist ja jünger als ich und ich glaube, deine Schultern sind auch ein bisschen breiter als meine. Oh, das sieht doch noch so gut aus. Aber darf ich dir was sagen? Erzähl. Ja. Es macht nichts, wenn schnell geht. Ja. Weil, wenn, weißt du, die ersten sind safe und die letzten verkochen da. Und jetzt hast du ja die Bohnen jetzt hier im kalten Wasser. Ja. Und weißt du, was der meistgemachte Fehler ist beim Kochen? Da wirst du mir sicher gleich was erzählen. Ja, ich fürchte ja. Also, viele Leute meinen es denn gut und lassen diese Bohnen oder das Gemüse in dem Abschreckwasser, in dem kalten Wasser, jetzt einfach drin liegen, weil sie sagen, je kälter, desto besser. Aber je länger die Bohnen jetzt hier in diesem Wasser liegen, desto länger laugen die aus. Das heißt, du kannst jetzt das kalte Wasser schon abgießen, dass die Bohnen praktisch trocken liegen bleiben. So, jetzt kommen
Erdmann, ich glaube wirklich sagen zu dürfen, dass ich komplett enttäuscht gewesen wäre, wenn wir heute keine Buletten gemacht hätten. Weil Berlin ist für mich Bulette und ich liebe es. Ja, die Berliner werden ja auch immer, nicht ganz zu unserer Freude, die werden ja auch immer Buletten genannt. Ist das? Das habe ich noch nie gehört. Doch, wirklich nicht. Doch, also in der Uckermark selbst, ja? In der Nähe von Berlin, sagt man zu den Berlinern Buletten. Und der Erdmann hat alles hier, sogar beste Steinmörser. Und wenn wir mit grünem Pfeffer arbeiten, empfehle ich sowieso immer, den zu zerstoßen, weil erstmal gibt er dann in der Soße mehr Geschmack ab und zum Zweiten, wenn du auf so ein Pfefferkorn raufbeißt, hast du so eine kleine Pfefferexplosion im Mund und das ist eigentlich nicht so schön. Deswegen lieber ein bisschen zerstoßen. Sobald Papa da fertig ist, dann machen wir die Speck und Zwiebeln, sodass wir nachher nur noch die Bohnen da durchziehen brauchen. Okay. Na? Gibt das Video nichts mehr, oder? Nö, wir warten jetzt. Carmen, ja. Siehst du das da? Ich finde, das sieht aus wie ein großes Versprechen, ja, oder? Das ist ein großes Versprechen. Sehr gut, und da ist Nachschub. Da kommt das nächste Versprechen zum Reifen. Oh. Wann kommen denn die anderen 10 Frikadellen? Und dann fühlst du dich wohl, guckst ein bisschen Fernsehen, holst dir ein Bierchen und dann denkst du, ah, da ist ja noch eine kalte und das ist die beste, oder? Ja, das finde ich nämlich wirklich gut. Ja, finde ich auch. Oder am nächsten Tag, wenn du so von der Arbeit kommst und du weißt, im Kühlschrank ist noch eine Frikadelle. Wir geben da jetzt einen Schluck Wasser dazu. Das habe ich zum Beispiel auch für die gelernt, dass man das also mit Wasser... So, und jetzt, wir wollen ja den Speck auslassen. Der soll ja schon mal ein bisschen gar werden, das hast du ja vollkommen richtig gesagt. Wir warten jetzt praktisch drauf, dass das Wasser heiß wird. Ja. Das Wasser fängt an zu kochen. Der Speck wird dadurch gar, er gart ja. Und die fetten Bereiche schmelzen. Und das Wasser verdampft gleichzeitig dabei, sodass du einen ganz weichen Speck hast. Das ist natürlich geil. Und da, wenn sobald das Wasser weg ist, sobald es wieder anfängt zu knistern, kannst du da denn die Zwiebeln dazugeben. Stoß noch Pfeffer rein, dann mit die Pfeffersoße. Ich glaube, du kannst mal die Zwiebeln dazugeben, wenn du die kurz mit durchschwenkst. Ja. Und dann geben wir da gleich die Böhnchen drauf und lassen sie zärtlich warm werden. Ich würde jetzt, was diese Pfeffersoße betrifft, für den Geschmack, die ist jetzt noch ein bisschen, ich muss mal kotzen, dass die da noch dann so. Ich glaube, es gibt kein Gemüse, was schwieriger abzuschmecken ist wie Bohnen. Weil Bohnen wehren sich immer. Und dann hast du ganz schnell hast du zu viel dran, aber bis dahin schmeckt es immer nach nichts. Ja. Der vorletzte Gang fürs Essen heute ist jetzt hier das Kartoffelpüree zu machen. Das sind mehlig kochende Kartoffeln und die werden jetzt zerstampft. Dann kommt Milch dazu und Butter dazu und ein bisschen Muskat drauf. Und dann wird so abgeschmeckt, je nachdem Salz oder so. Und dann kommt es auf den Tisch. Genau, und das habe ich von Kalle gelernt. Eine der größten Sünden, dir vorgemahlenes Muskat zu nehmen. Ja, ja, das. Immer frisch reingehen. Und wer es einmal gemacht hat, weiß warum, oder? Das ist wegen des Aromas. Ja, eindeutig. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob unter den Buletten sich wunderbarer Fleischsaft befindet, weil den würden wir jetzt gerne noch in der Soße haben. Was raus? Kannst du das sehen, Carmen? Ja, kommt da was? Ich sehe das. Oh ja, da kommt was raus. Guck mal, und das ist natürlich jetzt für unsere Soße nochmal so die Quintessenz an Geschmack. Oh, ich glaube, wir haben es. Guck mal, sehr schön. Das verrühren wir nochmal, dann schmecken wir das ab und ich glaube... Da haben wir es. Ein tolles Essen hier bei euch gezaubert. In der bürgerlichen Berliner Küche. Genau. Das nennt sich Erdmanns Pfefferrahmsoße. Berliner Art. Berliner Art. Du schmeißt doch den Teig da so auf, ne? Ja. Du musst ja furchtbar gesaut haben, als ich das mal gegessen habe. Da gibt es doch ein Bild dazu. Wir haben bestimmt 20 Versuche gehabt, wo nichts funktioniert hat. Das war dann immer so ein Pumpf. Also es hat sich nie was getan. Und dann hatten wir alle schon so fast die Lust verloren. Und dann habe ich dann mehr Mehl genommen, mehr Schwung. Und dann gab es eine Explosion. Ich glaube, wir haben 2 Stunden haben wir geputzt. Aber wir haben auch richtig gelacht. Also wir haben schätterig gelacht. Ja, richtig. Oh mein Gott.
Das Essen steht auf dem Tisch und in einer wunderbaren Atmosphäre. Und wir haben Berliner Buletten. Ich darf es verraten, der Erdmann ist ein engagierter Koch und er wollte das Größte vom Größten mit uns heute kochen. Und ich habe gesagt, Erdmann, lass uns Berliner Frikadellen machen. Carmen, wir sind glücklich, in Berlin sein zu dürfen, oder? Ja, jetzt mach mal zu, ich habe Hunger. Carmen hat wieder Hunger. Unsere letzte Station auf unserer Sommertour. Wir sagen allen Dankeschön und euch als unsere heutigen Gastgeber ganz besonders. Herzlichen Dank. Eins dürft ihr nie vergessen, wir haben euch lieb. Tschüss. Ciao. Tschüss.